Willkommen bei den Motorradnachrichten. Polizei ermittelt flüchtigen Supermotofahrer. Bereits am 15. September 2022 entzog sich ein Supermotofahrer einer Polizeikontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt von Mosbach. Er gefährdete dabei sich und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, sodass die Polizei die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrechen musste. Der Täter konnte trotzdem ermittelt werden. Offenbar war der Supermotofahrer auf seine erfolgreiche Flucht so stolz, dass er sich damit sogar in den sozialen Medien brüstete. Damit half er allerdings auch der Polizei bei der Fahndung nach ihm. Es konnte ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ermittelt werden, der nicht die nötige Fahrerlaubnis für die genutzte KTM EXC 450 besaß. Zugelassen oder versichert war das Fahrzeug ebenfalls nicht. Trotzdem war der Jugendliche regelmäßig mit dem Motorrad unterwegs, wozu er mehrere gefälschte Kennzeichen nutzte. Selbst nach der Verfolgungsfahrt im September nutzte er das Fahrzeug weiterhin auf öffentlichen Straßen. Am selben Tag, an dem die Hausdurchsuchung stattfand, versuchte auch der kleine Bruder des Täters, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Während der Flucht stürzte er in einer Kurve. Wie sich herausstellte, hatte auch er keinen gültigen Führerschein, in diesem Fall für ein Leichtkraftrad, da er im Vorfeld die Führerscheinprüfung nicht bestanden hatte. Die beiden müssen sich jetzt wegen dem Vorwurf eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens im Sinne einer Polizeiflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Beim großen Bruder kommt außerdem Urkundenfälschung und ein Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz dazu. Man kann damit rechnen, dass auch die genutzten Fahrzeuge eingezogen werden. Auswirkungen werden die Vorfälle auch für die Eltern haben, da sie offenbar von den Fahrten ihrer Söhne wussten. Ducati Panigale V4R. Ducati hat die neue Panigale V4R für 2023 vorgestellt. Sie wird die neue Homologationsbasis für das Rennbike der World Superbike darstellen. Natürlich setzt man bei der Leistung noch einen drauf. Wenn man die Spitzenleistung der neuen Ducati Panigale V4R beschreiben muss, dann wird es etwas kompliziert. In der straßenzugelassenen Version erreicht der Motor in der Spitze 218 PS. Verwendet man allerdings das spezielle Ducati Corse Öl, dann steigt die Leistung auf 221 PS. Nutzt man das Racing Kit für die Rennstrecke, zu dem auch ein Rennauspuff gehört, dann steigt die Leistung auf 237 PS. Befindet sich dann das spezielle Öl im Motor, sind es in der Spitze sogar 240,5 PS bei 15.500 Umdrehungen. Da der normale Desmosedici Stradale V4 Motor der Panigale mit 1103 Kubik einen zu großen Hubraum für die Superbike-WM hat, wurde der Hub des V4 Motors von 53,5 auf 48,4 mm verkleinert. Zusammen mit der Bohrung von 81 mm ergibt sich ein Hubraum von 898 Kubik. Beim Drehmoment werden 112 Newtonmeter bei 11.500 Umdrehungen angegeben. Die maximale Drehzahl wurde auf 16.500 Umdrehungen erhöht. Um den Motor für diese Drehzahlen zu optimieren, wurde eine geschmiedete Kurbelwelle zusammen mit neun speziell gefertigten Pleuel aus Titan verbaut. In die Pleuel wurden per Gundrilling Kanäle geschnitten, mit denen man die Ölversorgung zum Kolben kontrollieren und damit sicherstellen kann. Die Kolben selbst bestehen aus gegossenen Alu, wurden DLC beschichtet und mit nur einem Kolbenring versehen. Überarbeitet wurden auch die Nockenwellen, die acht Einlassventile aus Titan und acht Auslassventile aus Stahl öffnen und schließen. Das Chassis basiert auf dem der neuen V4 und V4S. Die Dämpfung an der Front wird von einer Öhlins NPX 2530 Gabel übernommen. Im linken Holm arbeitet ein 25 mm Kolben für die Druckstufe, im rechten Holm ein 30 mm Kolben für die Zugstufe. Dadurch spart man sich 600 Gramm an Gewicht ein im Vergleich zur Gabel der V4S. Verbaut wird außerdem ein TTX 36 Federbein mit hydraulischer Vorspannung. Auf ein semiaktives Fahrwerk wurde bewusst verzichtet. Die geschmiedeten Alu-Räder stammen von Marchesini und werden mit Reifen in den Größen 120 70 17 Zoll vorn und 260 17 Zoll hinten bezogen. Neu sind die zweigeteilten Winglets an der Front. Obwohl sie im Vergleich zur alten V4R um gut die Hälfte kleiner ausfallen, sollen sie effektiver sein. Der Tank wurde auf 17 Liter Fassungsvermögen vergrößert. Der Sitz hingegen wurde schmäler gestaltet. Zum Gewicht oder zum Preis hat Ducati bisher noch keine Angaben gemacht.
BMW M1000 Doppel-R. Nachdem erst kürzlich die BMW S1000 Doppel-R für 2023 vorgestellt wurde, legt man jetzt mit der aufgewerteten M-Version nach. Neben den Winglets ist auch der Topspeed und die Ausstattung vergrößert worden. Die neue S1000 Doppel-R kostet ab Werk 20.420 Euro bzw. ab 20.420 Euro und mit einem Preis ab 33.000 Euro kostet die M-Version zwar einiges mehr, im Vergleich zur bisherigen M-Version ist der Preis allerdings stabil geblieben. Neu bei der 2023er S1000 Doppel-R waren die Winglets. Für die M-Version wurden diese nochmals aufgewertet und vergrößert. Eine kleine Änderung gab es auch an der rechten Seitenverkleidung. Dort sind die Öffnungen in Form von Haifischkiemen zurück, so wie man sie eben auch von der Ur-BMW S1000 Doppel-R kennt. Die vier Kolben Nissin-Bremszangen an der Front wurden mit Kühlluftschächten versehen, wie man sie eigentlich nur vom Motorsport her kennt. Die sogenannten Brake Ducts bestehen wie Defender aus Carbon. Dazu passen auch die M-Aero Wheel Covers, also aerodynamische Verkleidungselemente, die einen Teil des Vorderrads abdecken, aber der MRR Competition vorbehalten sind. Wo die neue S1000 Doppel-R durch die kürzere Übersetzung etwas an Endgeschwindigkeit einbüßen musste, wird die M1000 Doppel-R in der Spitze 314 km/h erreichen, was zum Großteil auf die geänderte Aerodynamik zurückzuführen ist. Bei der Leistung ändert sich im Vergleich zum bisherigen M-Modell nichts. Sie bleibt bei 212 PS, also 156 kW, bei 14.500 Umdrehungen, was nur noch 2 PS mehr sind als beim neuen Standardmodell. Änderungen gab es auch am Heck. Der Kennzeichenträger wurde kürzer und der Kabelbaum wurde so gestaltet, dass die Entfernung schnell und einfach möglich ist. Platz nimmt man auf einem M-Endurance-Sitzpolster. Das Gewicht bei 90%iger Tankfüllung wird mit 192 kg angegeben. BMW M1000R. Nach einer langen Zeit von Gerüchten hat BMW jetzt die M1000R vorgestellt, eine nochmals aufgewertete Naked-Version der S1000R bzw. S1000 Doppel-R, die von BMW auch kurz MR genannt wird. Wie auch die M1000 Doppel-R, die eine noch sportlichere Version der S1000 Doppel-R darstellt, handelt man jetzt auch bei dem Naked Bike. Hier geht man allerdings wirklich in die Vollen. Wo in der bisherigen S1000R noch 165 PS für Vortrieb sorgten, wird in der M-Version der neue Motor der S1000 Doppel-R verbaut, der auch in der M1000R mit 210 PS bzw. 154 kW für Vortrieb sorgen wird. Für die MR wird der Motor allerdings etwas überarbeitet. Was genau gemacht wurde, dazu hat BMW bisher noch nichts Genaues verraten. Aber man kann davon ausgehen, dass er zumindest für mehr Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich abgestimmt wurde. Die maximale Leistung wird bei 13.750 Umdrehungen erreicht, das maximale Drehmoment von 113 Newtonmeter bei 11.000 Umdrehungen. Die Maximaldrehzahl liegt bei 14.600 Umdrehungen. 280 km/h sollen damit in der Spitze möglich sein. Im Vergleich zur Doppel-R wurde das Kettenblatt nochmal um einen Zahn mehr ausgestattet, also jetzt mit 47 Zähne, was zu einer kürzeren Übersetzung führt. Die Gänge 4, 5 und 6 wurden außerdem nochmal kürzer übersetzt. Für Anpressdruck an der Front sorgen die mächtigen Winglets. Bei einer Geschwindigkeit von 220 km/h sollen sie den Anpressdruck um 11 kg verstärken, was einer Wheelie-Neigung natürlich entgegenwirkt und die Fahrstabilität erhöht. Verbaut wurde ein semiaktives Fahrwerk, welches man bereits von der bisherigen S1000R kennt. Bei den Bremsen griff man ins M-Regal. Statt den serienmäßigen Schmiederädern kann man optional auch auf Carbonräder zurückgreifen. Bei den Fahrassistenten kommt das neue Brake-Slide-System zum Einsatz, welches Anbremsdrifts mit konstantem Slide in die Kurve hinein ermöglicht. Das Gewicht wird mit 199 kg angegeben, der Preis beginnt bei 22.600 Euro. Norden Kommando 961. Bereits im Dezember 2020 wurde eine zukünftige Norden Kommando 961 angekündigt bzw. bestätigt. Jetzt wurde das neue Modell endlich vorgestellt. Die neue Kommando 961 wird in den Varianten Sport und Coffee Racer in den Verkauf gehen und von einem luft- und ölgekühlten 961 Kubik Parallel Twin angetrieben.
76,8 PS leistet dieser bei 7250 Umdrehungen. Das maximale Drehmoment wird mit 81 Newtonmeter angegeben. Verpflanzt wird der Motor in einen neuen Rahmen, der in der neuen Norton-Zentrale in Solihull, England, per Hand geschweißt wird. Die Front wird von einer einstellbaren 43 mm Upside-Down-Gabel von Öhlins gedämpft. Am Heck arbeiten zwei Dämpfer mit externen Ausgleichsbehältern, die ebenfalls von Öhlins stammen. Gebremst wird mit radial montierten Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremssätteln, die sich in zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben verbeißen dürfen. Die Auspuffanlage wird aus Edelstahl gefertigt. Die Speichenrädern aus poliertem Aluminium haben eine Größe von 17 Zoll und sind mit Dunlop Sportmax GPR 300 Reifen bezogen. Für die Kommando 961 Sport in der Farbe Matrix Black, die jetzt hier auch zu sehen ist, können optional auch Räder in Schwarz geordert werden. Und neben der Farbe Matrix Black wird auch die Farbvariante Manx Platinum angeboten, die jetzt hier zu sehen ist. Dies gilt für beide Varianten, also für die Sport als auch für die Cafe Racer Variante der Kommando 961. Die Sport ist mit einem schwarz eloxierten, konischen und höheren montierten Lenker ausgestattet. Die Cafe Racer hingegen bekommt Aluminium Clip-Ons. Beide Varianten bekommen einen vorderen Fender aus Carbon und eine farblich abgestimmte Sitzbankabdeckung. Der Sozio-Sitz wird optional angeboten. Aktuell wird die Norton Kommando 961 nur in Großbritannien angeboten. Der Preis beginnt ab 16.499 Pfund. Ich bin eigentlich positiv überrascht. Folge mir auf die dunkle Seite. Deswegen alle, die dieses Video vielleicht gucken, unterstützt Motorradnachrichten.